Herzlich willkommen zu TV Allgäu Nachrichten am Montag. Das sind unsere Themen heute. Mehr Plätze für die Kleinen? So sieht die Kinderkrippensituation im Allgäu aus. Kampf um Klassenerhalt, Turngemeinschaft Allgäu gegen TSV Buttenwiesen und Akrobatik und Jonglage, die vierte Allgäuer Artistik-Convention in Kaufbeuren. 230.000. Das ist die Zahl, die das Statistische Bundesamt jüngst veröffentlicht hat. So viele Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren fehlen in Deutschland. Denn auf dem Krippengipfel vor 4 Jahren hatten Bund, Länder und Kommunen im Kinderförderungsgesetz vereinbart, dass es bis 2013 für 750.000 Kinder unter 3 Jahren ein Betreuungsangebot geben soll. Derzeit sind es also noch deutlich zu wenig. Die Betreuungsquote liegt in Bayern bei ca. 20%. Das heißt, dass nur 1/5 der unter 3-Jährigen im Freistaat betreut wird. Der Bund fordert aber bis zu 35%, die in den nächsten 2 Jahren realisiert werden sollen. Viel zu tun also noch. Doch wie ist die Situation im Allgäu? Mangelt es auch hier an Krippenplätzen? Meine Kollegen Dorothea Seifert und Peter Böhr zeigen Ihnen den aktuellen Stand. Vor kurzem ist sie eröffnet worden, die Kindertagesstätte Abenteuerland in Kempten. Mehr Räume für die Kleinen, daran arbeiten die Kommunen seit Jahren. Aber anscheinend zu langsam, wie die Zahlen des Statistischen Bundesamtes vermuten lassen. Denn gerade der Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren ist in den letzten Jahren gestiegen. Die Nachfrage und der Bedarf ist nach wie vor sehr groß. Wir haben einmal in der Woche eine Mutter oder Eltern, die gerne einen Krippenplatz hätten. Und wir aus unserer Sicht als Träger können sagen, der Bedarf ist groß. Wir brauchen noch Krippenplätze. Größere Städte wie Kempten kämpfen besonders mit der starken Nachfrage. Die Warteliste ist lang, etwa 150 Eltern hoffen derzeit auf einen Krippenplatz. Im Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport versucht man, das Betreuungsangebot weiter auszubauen, auch über die Vorgaben des Bundes hinaus. Der Bedarf ist momentan nicht gedeckt. Wir haben eine Versorgungsquote derzeit von 28%. Und wir orientieren uns jetzt nicht an den 31%, die für Bayern vorgegeben sind, sondern unser Bedarf liegt bei 40 und den streben wir an, das bis zum Jahre 2013 zu erreichen. 2013 tritt auch eine weitere Regelung des Kinderförderungsgesetzes in Kraft. Ab diesem Jahr haben Kinder unter 3 Jahren nämlich einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz. Die Eltern können diesen also im Notfall auch einklagen. Wir bei der Stadt Kempten gehen davon aus, dass das bei uns nicht der Fall sein wird, weil wir uns am Bedarf orientieren und auch unseren Ausbaustand an Kinderkrippenplätzen bei 40% sehen zum heutigen Zeitpunkt. Und ja, von daher denken wir, dass es keine Eltern geben wird im Jahr 2013, die ihr Kind nicht in eine Kinderkrippe unterbekommen. Ganz anders sieht die Situation dagegen in den ländlichen Gemeinden aus. Im Landkreis Oberallgäu beispielsweise ist der Bedarf an Krippenplätzen fast komplett gedeckt. Auch hier ist die Nachfrage in den letzten Jahren gestiegen. Aber viel mehr als die jetzige Betreuungsquote von 20% braucht es nicht. Also im Landkreis gibt es generell keine Wartelisten oder zumindest keine großen Wartelisten. Also die kreisangehörigen Gemeinden haben die Kinderbetreuung der unter 3-Jährigen sehr ernst genommen und haben in den vergangenen Jahren da wirklich mit einem Ausbau von Betreuungsplätzen begonnen, der noch nicht ganz abgeschlossen ist, ganz klar. Da dauert es noch eine Zeit lang, bis eben auch die letzten Gemeinden dann ihre Betreuungsplätze anbieten können. Aber der Landkreis oder die kreisangehörigen Gemeinden sind da auf einem guten Weg. Der Landkreis plant, die Betreuungsquote auf 25% zu erhöhen. Mehr Plätze in den nächsten 2 Jahren, damit auch in Zukunft die Kleinen bei der Betreuung gut lachen haben. Wenn man an einem See angelt, will man eigentlich den einen oder anderen Fisch fangen. In Sketchen oder Comics ist dann aber auch schon mal ein Schuh oder so etwas am Haken. In Lindenberg hat jetzt ein Mann auch einen ungewöhnlichen Fang gemacht, eine Geldkassette. Die Polizei ist sich sicher, die Kassette stammt aus einem Einbruch in ein Lindenberger Geschäft vor 2 Jahren. Die Beamten vermuten, dass die Täter die Box nicht öffnen konnten und sie deshalb in dem Gewässer entsorgt haben. Ob dem Angler in diesem Fall auch Finderlohn zusteht? Ich weiß es nicht. Was ich aber weiß, wir sind gleich mit den Meldungen des Tages zurück.
Am Samstag, den 17. Dezember, feiert das Allgäu sein erstes Ski-Opening am Oberjoch. Von früh bis spät gibt es volles Powerprogramm, kostenlose Skikurse und Skiverleih, Après-Ski-Party mit den Lamas und vieles mehr. Und das bei freiem Eintritt. Bei freiem Eintritt. Mehr Infos auf www.allgäuer-skiopening.de. Allgäuer-skiopening.de. Erleben Sie die Euregio Benefiz Gala Konzerte Tricolore mit dem Ibo Euregio Blasorchester, dem Mirafon Tuba Quartett aus Frankreich und Gertrud Hiemer Haslach. Am Samstag, den 26. November um 20 Uhr im Walserhaus Hirscheck und am Sonntag, den 27. November um 15.30 Uhr in der Alpspitzhalle in Nesselwang. Der Mitsubishi ASX kennt alle Tricks. Der kompakte Crossover für City und Gelände mit traumhaft elegantem Design und sparsamem Verbrauch. Jetzt mit bayernweiter Preisaktion ab 18.990 Euro unter Mitsubishi in bayern.de. Der Mitsubishi ASX, sonst nix. Lassen Sie sich traumhaft gut verwöhnen im Seelenparadies auf dem Kemptener Weihnachtsmarkt. Köstlich warme Seelen, lecker gefüllte Ofenkartoffeln und Glühweine exklusiv vom Winzer warten auf Sie im Seelenparadies. Paradiesisch gut. Das Einkaufserlebnis auf 4 Etagen für Jäger und Neugierige. Outdoor- und Freizeitmode. Trachten, Fesch und Leger. Waffenbär, wo Beratung und Service überzeugen. Wir unterstützen Ihre natürliche Schönheit. Mit schonenden Eingriffen und wirkungsvollen Alternativen. Bei uns stehen Sie im Mittelpunkt. Ästhetikklinik Kempten. Immer gut beraten. Die Kastanienapotheke im Ärztehaus am Forum. Bahnhofstraße 42 in Kempten. Strom und Erdgas von Präg. Jetzt ganz einfach wechseln. Präg. Wir verstehen Energie. Telefon Kempten 540-220. Die Meldungen vom 21. November 2011. In Heimenkirch ist am Wochenende ein Mann von einem kleinen LKW überrollt worden. Der Fahrer des LKWs hatte diesen im Leerlauf an einem Berg abgestellt. Die angezogene Handbremse löste sich und das Fahrzeug rollte bergab. Weiter unterhalb war gerade ein 33-Jähriger dabei, sein Auto zu reparieren. Dafür lag er auf dem Boden und wurde von dem herabrollenden LKW vollkommen überrascht. Der Mann wurde komplett überrollt und mit schweren Verletzungen per Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Der LKW landete schließlich in einem angrenzenden Vorgarten. Der Sachschaden beträgt etwa 5.000 Euro. Vor den Augen ihrer Kinder ist eine Mutter in der Nähe von Immenstadt in einen Tobel gestürzt. Dabei zog sich die 34-Jährige schwere Verletzungen zu. Eines der Kinder hatte seine Mütze verloren. Als die Frau diese holen wollte, rutschte sie ab und stürzte 80 Meter einen Hang und eine Felswand hinunter. Sie wurde von der Bergwacht geborgen und mit mehreren Brüchen in ein Krankenhaus gebracht. In der Diskussion um den künftigen Lindauer Hauptbahnhof setzen sich die Grünen für die Kombilösung ein. Diese sieht vor, den Inselbahnhof zu erhalten, zusätzlich aber im Ortsteil Reutin einen Haltepunkt für den Fernverkehr zu bauen. Durch die Kombilösung könnten Reisende einerseits bequem ins Stadtzentrum fahren, auf der anderen Seite würde der Autoverkehr auf der Insel reduziert, so die Grünen. Wie berichtet, haben am 11. Dezember die Lindauer Bürger das Wort, für welche Variante sie sich entscheiden.
Weil er einem Greifvogel ausweichen wollte, wurde am Freitag ein Autofahrer schwer verletzt. Der 19-jährige Fahrer war auf der A96 in Richtung Lindau unterwegs, als er den Vogel auf dem Fahrstreifen sah. Er wollte dem Tier ausweichen und geriet ins Schlingern. Sein Auto geriet auf den Grünstreifen, fuhr quer über die Fahrbahn und prallte in die Mittelschutzplanke. Dadurch überschlug sich sein PKW und blieb auf dem Grünstreifen liegen. Der 19-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus eingeliefert werden. Am Auto entstand Totalschaden von 8.500 Euro. Beim Brand einer Berghütte in Sonthofen ist am Wochenende ein Schaden von 120.000 Euro entstanden. Die beiden Mieter, ein 38-jähriger Mann und eine 25-jährige Frau, bemerkten den Brand rechtzeitig und flüchteten. Der Mann hat Verbrennungen im Gesicht und eine Rauchgasvergiftung erlitten. Die Frau blieb unverletzt. Die Holzhütte brannte komplett ab. Nicht das letzte, sondern das erste Kindergartenjahr muss beitragsfrei sein. Das fordert die Junge Union in der Region. Sie geht damit in Konkurrenz zu einem Vorschlag des bayerischen Kabinetts von diesem Wochenende. Das hatte die schrittweise Einführung eines beitragsfreien dritten Kindergartenjahres ab September 2013 beschlossen. Nur 75% der Dreijährigen würden einen Kindergarten besuchen, dafür aber 95% der Fünfjährigen, so die Junge Union. Deshalb gäbe es gerade bei den Kleinen Nachholbedarf. Vor allem Familien mit Migrationshintergrund seien davon betroffen. Die Gegner der Kemptner Nordspange wollen die neue Straße jetzt offensichtlich mit Hilfe einer Petition verhindern. Das Brückenbauwerk im Norden von Kempten stünde im Gegensatz zur Regionalplanung, die einen Grüngürtel vorsehe, so die Petition. Darüber hinaus sei das Planungsverfahren nicht angemessen. Für ein Bauprojekt mit überörtlicher Bedeutung, wie es die Nordspange sei, müsse ein Planfeststellungsverfahren eingeleitet werden. Dabei werden alle Träger öffentlicher Belange und auch die Bürger gefragt. Die Nordspange sieht eine weitere Verbindung über die Iller im Norden Kemptens vor. Ihr Baubeginn ist für diesen Winter geplant. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Stefan Thome aus Kempten ist alter und neuer Chef der schwäbischen FDP. Am vergangenen Wochenende wurde er mit 69% der Stimmen in seinem Amt bestätigt. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. Trotz der schlechten Aussichten der Partei blickt Thome optimistisch in die Zukunft. Verkehrsentlastung rund um Lindau. Seit heute ist die B31 zwischen Lindau und Kressbronn wieder befahrbar. Die Strecke war zuletzt wochenlang gesperrt gewesen, weil ein neuer Fahrbahnbelag aufgebracht und der Tunnel Dieboldsberg saniert wurde. Deshalb hatte es auf den Umleitungsstrecken erhebliche Verkehrsprobleme gegeben. Eine Feier zu Ehren der heiligen Cäcilia. Die Schutzpatronin aller Musiker ist am Samstag in Weidnau durch einen Dankgottesdienst gefeiert worden. Umrahmt wurde das Programm von Musikgruppen aus der Region. Beim anschließenden Benefizkonzert sind Jodler und Musikgruppen aufgetreten. Der Erlös geht jetzt an den Allgäuer Hilfsfonds. Die Cäcilien-Dankfeier fand bereits zum 9. Mal statt und wurde von Euregio via Salina organisiert. Anlass dazu war der Gedenktag der Cäcilie von Trastevere am 22. November. Das war Kompakt am Montag. Jetzt gibt's noch die Wetteraussichten für die nächsten Tage. Einrichten nach Maß. Modern, hochwertig und mit einer einzigartigen Auswahl an kreativen Wohnideen. Möbelböck in Kempten St. Mang. Die kommende Nacht wird trocken und klar. Die Temperaturen liegen bei kühlen minus 3 bis plus 1 Grad. Der Dienstag beginnt mit leichtem Frühnebel. Am Nachmittag kommt dann die Sonne raus und das Thermometer klettert auf bis zu 11 Grad. Der Mittwoch bleibt trocken und schön, es kann jedoch Nebel geben. Auch der Donnerstag wird sonnig und mild. Die Temperaturen liegen zwischen minus 1 und plus 7 Grad. Am Freitag lässt sich ebenfalls die Sonne blicken. Es werden Höchstwerte von ca. 10 Grad erreicht.
Ein Sieg und eine Niederlage für den ESV Kaufbeuren in der zweiten Eishockey-Bundesliga. 4:1 für die Joker hieß es am Ende bei den Star Bulls in Rosenheim am Freitag. Doch die Euphorie hielt nicht lang. Daheim in Kaufbeuren unterlag das Team von Trainer Ken Latter gestern Abend deutlich mit 1:5 gegen die Fishtown Penguins. Kaufbeuren damit mit 20 Punkten auf Platz 10 der Tabelle. Ungleich knapper ging es gestern Abend beim EV Füssen zu. Der war in Selb zu Gast und musste dort sogar eine Sonderschicht einlegen, allerdings ohne Erfolg. Nach Verlängerung und Penaltyschießen hieß es am Ende 6:5 für Selb. Der Freitag war besser für den EV Füssen gelaufen. Das Heimspiel gegen den EHF Passau gewannen die Leoparden nämlich deutlich mit 6:2. Füssen damit Vierter mit 25 Punkten. Erfolg auch für den FC Memmingen, wenn auch nur knapp. Im bayerischen Pokal wäre der Fußball-Regionalligist beinahe von einem Landesligisten aus dem Wettbewerb geworfen worden. Erst im Elfmeterschießen gelang dem FCM der Sieg gegen den TSV Schwabmünchen. 6:4 hieß es am Ende für das Team von Trainer Esat Karic. Nächster Gegner im Pokal ist Drittligist Wacker Burghausen. Laut FCM-Vorsitzenden Armin Buchmann eine Knallerbegegnung, bei der Memmingen durchaus weiterkommen könnte. Volleyball. In der zweiten Bundesliga der Damen musste das Allgäu-Team aus Sonthofen gestern eine 0:3-Niederlage hinnehmen, und zwar bei Tabellenführer Grimma. Auch wenn das Ergebnis deutlich klingt, die einzelnen Sätze waren durchaus umkämpft. Sonthofen jetzt auf Platz 5. Nächste Woche ist mit Erfurt der Mitabsteiger aus der ersten Liga zu Gast im Allgäu. Zum Motorsport. Erfolgreicher Saisonabschluss für den Rennstall Engstler aus Wiggensbach. In der WTCC, der Tourenwagen-Weltmeisterschaft, erfuhr sich das Team von Rennstalleigner Franz Engstler den Meistertitel in der Teamwertung und die Plätze 1 bis 3 in der Fahrerwertung. Bei den beiden letzten Rennen in Macau wurde Engstler 6. und 7. Auch Formel-3-Pilot Daniel Abt hat seine Saison in Macau beendet. Das Hauptrennen begann er als 8., doch bereits 100 Meter nach dem Start war Schluss. Sein Bolide wurde von einem anderen Auto gerammt und in die Leitplanke gedrängt. Das Rennen und damit die Saison waren damit beendet. In den nächsten Wochen stehen für Abt einige Tests an. Dabei will der Kemptner ausloten, in welche Richtung es in der nächsten Saison gehen soll. Und auch im Turnen hat sich an diesem Wochenende etwas getan. Nach dem Aufstieg in die zweite Bundesliga muss die Turngemeinschaft Allgäu jetzt massiv um den Klassenerhalt kämpfen. Am Samstag war der vorletzte Wettkampf der Saison gegen den starken Gegner TSV Buttenwiesen. Meine Kolleginnen Evelyn Prieb und Lisa Schwarz mit dem Bericht. Schon bei der ersten Übung am Boden war klar, der TSV Buttenwiesen macht ernst. Fabian Ulrich holte beim ersten Duell 4 Punkte und somit die klare Führung für den TSV. Darauf antworteten die Allgäuer mit der ungarischen Verstärkung Adam Mihok, der wieder 3 Punkte gut machen konnte. Also das Turnen allgemein ist leider eine extreme Sportart. Das bedeutet, dass ich 4 bis 5 Mal trainieren muss die Woche und das ab 6 Jahren. Und es gibt einfach so viele Leute, die das nicht machen wollen, weil der Aufwand so groß ist. Von dem her haben wir immer Nachwuchsprobleme. Also es ist leider nicht so populär. Und von dem her ist die TG Allgäu so eine Art Kaderfunktion fürs Allgäu, die sich die besten Turner eben rauspickt aus den Vereinen und das ermöglicht, eben hier höherklassig zu turnen. Am Pferd konnte auch der Allgäuer Kapitän Uli Benker mit einer einwandfrei geturnten Übung nicht viel ausrichten. Also ich muss sagen, ich war wirklich stabil. Meine Übungen waren klasse. Meine Wertungen, ich habe sie gerade angeschaut, waren richtig gut. Allerdings habe ich dann natürlich auch immer den stärksten von denen teilweise bekommen und dann ist es relativ schwierig zu punkten. Aber ich bin super zufrieden mit mir, bin auch fit, macht Spaß, also kann gern weiter so gehen. Der TG Allgäu hielt sich tapfer, trotzdem konnten die Turner am Pferd keinen Punkt gut machen. An den Ringen wurde klar, der Kampfgeist der Allgäuer war ungebrochen. Gleich beim ersten Duell holte Fabian Schreiber mit seiner Übung 3 Punkte ins Allgäu. Doch auch das hat der Turngemeinschaft wenig geholfen. Zur Halbzeit stand es beim mageren 6:26 für die Allgäuer. Nach der Pause ging der Abwärtstrend für die Turngemeinschaft weiter. Während Buttenwiesen beim Sprung Punkte kassierte, konnte auch der starke Ersatzturner Adam Mihok nicht punkten. Die österreichische Verstärkung auf der Seite des TSV, Fabian Leimlehner, beherrschte den Barren. Und auch dort reichte es für den TG-Mannschaftskapitän Uli Benker nicht ganz zu einem Punkt. Schließlich am Königsgerät, dem Reck,
knackt Adam Mihok für den TG die 10 Punkte. Leider haben wir verloren, das war aber schon mit Ansage, das wüssten wir, dass wir verlieren. Wir haben die Übungen gut durchgebracht, das war okay. Die Gegner waren einfach stärker, das war alles voll okay. Leider, muss man dazu sagen, sind wir einfach ersatzgeschwächt. Es fehlen 3 Turner und es ist extrem schwierig, dann jemanden ans Gerät zu schicken, der dafür nicht trainiert hat. Und man merkt es dann, wir können bei 2, 3 Turnern immer mithalten und kriegen dann beim 4. immer voll drauf. Und das ist halt der fehlt. Ja. Der TG Allgäu steht jetzt auf dem letzten Tabellenplatz. Für den Klassenerhalt gilt es, den Wettkampf gegen den starken KTV Ries in 2 Wochen zu gewinnen. Bis dahin wird der Sechskämpfer Lukas Schlotterer voraussichtlich wieder für den TG Allgäu antreten können. Ich hoffe, der wird fit. Also die Verletzung ist auskuriert. Der nimmt nur Antibiotika, aber in 2 Wochen dürfte eigentlich wieder alles rum sein. Er muss jetzt trainieren und wieder anfangen. Ist natürlich ein bisschen geschwächt, aber ich denke, der wird schon fit in 2 Wochen. Und dann geben wir nochmal Power, geben wir nochmal alles und schauen, ob es funktioniert. Bei der Siegerehrung bekam Topscorer Fabian Leimlehner das blaue T-Shirt. Er holte 21 Punkte für den TSV Buttenwiesen. Mit einer Tanzeinlage und einer Welle bedankten sich die Sportler zum Abschied von den rund 350 Zuschauern. Die angeschlagenen Allgäuer haben sich tapfer gehalten. Jetzt müssen sie in 2 Wochen zeigen, was in ihnen steckt. Das Sinfonieorchester Ostallgäu konnte beim 8. Bayerischen Orchesterwettbewerb am Wochenende in München überzeugen und darf jetzt an den deutschen Meisterschaften teilnehmen. In München hatten 31 Ensembles ihr musikalisches Können unter Beweis gestellt. 11 davon kamen in die nächste Runde, darunter auch das Sinfonieorchester Ostallgäu. Laut Jury hatten alle Teilnehmer durch hohe Leistungen punkten können. Das Sinfonieorchester Ostallgäu wurde Anfang 2008 gegründet. Ihm gehören rund 50 Instrumentalisten aus dem gesamten Landkreis an. Der Deutsche Orchesterwettbewerb in Hildesheim ist nächstes Jahr im Mai. Dann geht es um die Deutsche Meisterschaft. Und bei uns geht es gleich artistisch weiter. In Kaufbeuren haben sich am Wochenende nämlich Jongleure, Feuerspucker und Akrobaten getroffen. Ich will abnehmen. Hab schon alles Mögliche ausprobiert. Dann habe ich von Metabolic Balance gehört. Klingt kompliziert, ist aber ganz einfach. Man darf essen, und ich meine nicht nur Knäckebrot. Man bekommt ein persönliches Ernährungskonzept und da ist eigentlich alles drin. Fleisch, Gemüse, Obst. Ich habe mein Gewicht im Griff und endlich wieder Spaß am Essen. Fit, schlank, aktiv mit Verena Berger. Super Schnee, Allgäu, Tirol, Kleinwalsertal. Die Saison- und Mehrtages-Skikarte für alle Skiregionen. 38 Bergbahnen, 250 Liftanlagen und 500 Pistenkilometer. Bis 4. Dezember stark ermäßigte Saisonkarten. Skifahren vor der Haustür, denn wir sind Winter. 7 Monate Skispaß gibt es mit der Allgäu-Gletscherkarte. Mit Kaunertal und Pitztaler Gletscher on top. Jetzt bei superschnee.com. Was haben diese Gastronomen alle gemeinsam? Sie alle vertrauen auf die Qualität von Hospweine Markt Oberdorf. Ihre Gastronomie im Allgäu freut sich auf Sie. Schauen Sie doch mal rein und genießen die Weine von der Weinhandlung Hosp Markt Oberdorf. Elektro Boscher. Wo wir sind, fließt Strom. Photovoltaik, Elektroinstallation oder Haushaltselektronik jeder Art. Wir kümmern uns drum. Zuverlässig, preiswert, kompetent. Elektro Boscher. Weine aus dem Herzen des Kaiserstuhls von der Winzergenossenschaft Bickensohl. Für Sie bei Hospweine in Markt Oberdorf. Wir kümmern uns auch um kleine Aufträge. Preiswert, freundlich, kompetent. Nicht billiges noch billiger, sondern gutes extrem günstig. Küchentreff in Kempten-Immenstädter Straße. Küchentreff, wir bringen's auf den Punkt. Billard, Snooker, Dart für 5 Euro pro Tag inklusive einem Freigetränk. Gibt's nicht? Gibt es doch! In der Billardarena in Kempten. Gesundheit in besten Händen bei Ihrer AOK Bayern. Wertvolle Informationen zu Ihrer Gesundheit. Vom Säugling bis zum Senior, von Schwangerschaft bis Pflege. Experten der AOK geben Ratschläge für die ganze Familie. Der AOK Gesundheitstipp. Jede Woche in Ihrem regionalen TV-Programm.
Was haben Feuerspucker, Akrobaten und Jongleure gemeinsam? Mindestens eine Convention. Solche Veranstaltungen führen Menschen mit gleichen Interessen zusammen. Der Verein Anamkara veranstaltete über das Wochenende eine Artistik-Convention. Auf solchen Treffen lernen die verschiedenen Artisten voneinander und geben auch Workshops. Natürlich sind auch interessierte Kinder und Erwachsene mit weniger Vorkenntnissen willkommen. Meine Kolleginnen Evelyn Priep und Lisa Schwarz waren bei dem bunten Treiben in Kaufbeuren dabei. Salto rückwärts, jonglieren oder sein Gleichgewicht auf der Slackline beweisen. Das waren nur einige Möglichkeiten auf der Artistic Convention dieses Jahr. Interessierte aus Kaufbeuren und Umgebung konnten sich dort von Artisten aus ganz Deutschland neue Kunststücke beibringen lassen. In den Schulen gibt es Bewegungskünste inzwischen und es gibt viele Vereine, die dann zwar wenig in unserem Raum, mehr Münchner Raum, so Zirkusgruppen, wo die Kinder kommen können und das toll finden und auch Werbung dafür da ist. Es ist leider eben hier noch ein bisschen unbekannt, aber ich denke, durch unsere Convention wird das von Jahr zu Jahr bekannter. Kinder sind genauso willkommen wie Erwachsene. Das Jakob-Brucker-Gymnasium in Kaufbeuren war wieder Gastgeber. Zwei Turnhallen dienen als Übungsräume und eine weitere als Schlafraum. Die Convention fand heuer zum vierten Mal im Allgäu statt. Und zwar ist die Europäische Jonglier-Convention vor 4 Jahren in Karlsruhe gewesen. Da ist der Verein Anamkara hingefahren, hat sich sowas mal angeguckt, fand es von Haus aus eine tolle Idee, eben, dass man die eigenen Kinder motiviert, dass man Trainer herkommen lässt oder einfach Jongleure herkommen lässt und Artisten, die was machen. Zu denen kann dann jeder hingehen und sagen, Mensch, du, toller Trick, kannst du mir zeigen, wie es funktioniert? Und würden wir auch gerne lernen, kannst du einen Workshop geben? Und so kam die Idee zustande und ja, dann haben wir das erste Mal eine gemacht und die kam super gut an. Wir hatten 250 Teilnehmer und aufgrund dessen haben wir gesagt, toll, machen wir wieder. Bei so gutem Wetter standen auch viele Aktivitäten im Freien auf dem Plan. Dabei gibt es bei der Convention keine festen Trainingszeiten. Jeder Teilnehmer bestimmt den eigenen Tagesablauf individuell. Die Angebote sind den ganzen Tag über verfügbar. Einmal kann man die Diabolo-Sachen lernen. Es gibt Hula-Hoop-Sachen, wo sie Akrobatik mit Hula-Hoop machen oder normale Hula-Hoop. Dann, wie gesagt, Jonglage, entweder einzeln jonglieren oder Pasen. Das ist, wenn sie sich gegenseitig die Keulen zuwerfen. Dann haben wir Slackline-Läufer da. Die sind heute beim schönen Wetter draußen. Und ja, wir haben Vertikaltuch da und ja, Masten heuer zum ersten Mal, wo sie Mastennummern ausprobieren. Ja, also breit gefächert, Einradfahrer haben wir und ein Kunstradfahrer habe ich gesehen, ist auch da. Im Stadtsaal waren inzwischen die Lichtproben für den Galaabend. Der findet jedes Jahr im Rahmen der Convention statt. Wir zeigen dann Artisten aus ganz Deutschland, was sie können. Wenn genügend Zeit für die Organisation ist, wird die Convention auch nächstes Jahr wieder in Kaufbeuren stattfinden. Das war TV Allgäu Nachrichten für heute. Wir werfen aber noch einen Blick auf die morgige Sendung. Die Milchbauern aus der Region machen mobil und formieren sich gegen die Molkereien. Das ist ein Thema morgen. Außerdem sind wir bei der Lesung des Autors Andreas Altmann in Immenstadt. In seinem Buch schildert Altmann seine Kindheit und Jugend unter einem sadistischen Vater im Wallfahrtsort Altötting. Wir haben mit ihm gesprochen. Und dann haben wir wie immer dienstags die Wirtschaftsreihe im Programm. Dann stellen wir Ihnen das Konzept von Dock 12 in Memmingen vor. Dort können Unternehmer zeitlich begrenzt Büroräume mieten. Das alles sehen Sie also morgen bei uns, wie immer ab 18 Uhr im Kabelnetz, um 20 Uhr über digitalen Satellit und im Internet unter www.tv-allgäu.de. Damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut und auf Wiedersehen. Rund um die Uhr Strom. Zukunftsstrom. Feierstrom. Das alles ist Allgäustrom. Allgäustrom. Die heimatstarke Energie.